Hallo, da sind wir wieder, Pip und Gitte. Wir spielen Horizon Zero Dawn und Aloy ist jetzt hier in der Nähe von diesem. Was ist Ja. das, an den Staudamm oder sowas? Ja, ich bin hier rumgelaufen, Ja. um zu jagen. Und ich musste leider sehr viele arme Viecher erschießen. Ach so, du hast ja hier, ja. Aber ich habe es geschafft und deswegen bin ich jetzt hier beim Händler. Und da werden wir uns gleich mal ein paar Karten kaufen. So, Schatzkarten. Ne, hier, Spezialobjekte. Nicht Schatzkarten, Schatzkisten waren das. Das sind Karten. So, ich fange mal unten an. Das war der schwerste, Dachsknochen und Ziegenhaut. Dann Tierfiguren. Braucht nur Scherben und Dachsknochen. Und die Karte Pigmente braucht Ziegenknochen und Scherben. So, haben wir sie. Na gut. Hatten wir noch irgendwas? Nee, glaube ich nicht. Gut, danke. Dann gucken wir mal auf die Karte. Ist das jetzt alles eingezeichnet? Naja, wir haben Was auf ist? jeden Fall einige Farben da Aha, oben. das ist das Zeichen für Blauglanz. Na, Ja. davon brauchen wir ja einiges, Ziemlich. was wir Ach so, gesehen das sind haben. Fundorte, ja. Mögliche Ja, Fundorte. Tierfigur, Pigment. Hier gibt's Blauglanz, hier gibt's Ja, gut, Blauglanz. okay, das kann man jetzt Na sehen gut, und. aber wir hatten ja auch noch Fertigkeiten. 6 Stück und da dachte ich mir, mache ich hier runter. Das hier ist das, was mich eigentlich interessiert, das Niederschlagen und Zurückschlagen. Also fangen wir hier mal an. So, den kriegen wir auch noch. Und dann haben wir keine Punkte mehr. Na gut. Na gut. So. Dann laufen wir wieder zurück, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ja. Ja, also Ziegen gibt es ohne Ende hier, aber leider nur wenig mit Haut. Das heißt, wenig mit Knochen und noch weniger mit Haut. Die meisten haben nur Fleisch. Laufen da alle so rum ohne Haut und Ja, Knochen. irgendwie schon, Oh, ist denn das seltsam. wenn man Und, sie erschossen hat, dann haben sie nichts mehr davon. Was ist denn das? Das sieht ja auch merkwürdig aus, ha? Irgendwas Interessantes? Nee. Die Ziegen, die können wir jetzt laufen lassen. Wir haben, was wir brauchten. sieht irgendwie ganz hübsch aus hier, der Schnee. Ja. So, da ist das andere Feuerchen. Nochmal kurz speichern, damit wir nicht ganz so weit zurück müssen, falls irgendwas schief geht. Ach, ich dachte, da wäre was Blaues gewesen. Jetzt wollen wir in den Kontrollraum noch mal, ja? Ja, wer hier untersuche den Kontrollraum steht hier. Ob das der Kontrollraum ist, wo wir letztens drin waren? Naja, auf jeden Fall haben wir hier einen Pfeil. Ja, hier. Das finde ich schon mal ganz nett. Wir Okay, gehen ist hier auf schon mal jeden Fall wieder reingegangen. rein, Also, wo wir letztes ja, Mal genau. aufgehört haben. Mal gucken, sehen wir hier irgendwas? Nein. Was ist da? Was stand da oben? Stand da Da irgendwas? war doch was. Ja. Warst zu schnell oder so. Na gut.
Irgendwo war da was. Ja, da war was geschrieben. Aber also. Ich dachte, hier wäre irgendwo was gewesen, aber sehe ich nicht mehr. Ist ja irgendwie blöd. Aha. Na gut. So. So, jetzt bist du hier. Da solltest du wahrscheinlich erstmal hin. Was ist das? Aha. Eine Bunkertür. Stromstatus 1. Oh ja. Aha, was ist da hinten? Sieht wie eine Schaltstelle aus. Was ist hier passiert, dass das Wasser wieder läuft? Aha. Das haben wir schon gelesen. Die Tür ist Stromstatus aus. Die andere war Stromstatus 1. Aha. Die Schlossposition. Praktisch. Aha. Ja, das ist die, die ist aus. Noch ein holographisches Interface. Muss eine Art Code sein. Vielleicht sollte ich die Objekte in diesem Bereich scannen. Ja. Ja. Links, oben. Unten und oben und rechts. Ach, kannst du dir das merken? Das sind 5 Stück. Hm? Links, kannst du dir ja auch irgendwie aufzeichnen. Unten. Also erstmal links, oben, unten. Kann man nicht? Der Fokus findet hier vielleicht was. Ja, lass ihn mal. Na, lass ihn mal gucken. Die Drähte führen wohl zur Stromquelle. Das gilt wohl für alle. Ein Teil fehlt. Ohne das komme ich nicht rein. Genau, jetzt müssen wir das erstmal finden. Da werden wir wohl was finden müssen. Ja. Was für Erkenntnis. Was ist das da ich unten? Ich könnte mich mit meinem Fokus umsehen. Ja, das kannst du. Zuflusssturmfehlfunktion. Drainagesystem offline. Das heißt bestimmt nichts Gutes. Ja. Da unten? Geheime Show. Okay, also wie fangen wir mit diesem Abschiedsding an? Wir sind vielleicht die letzten Menschen, die das hier je sehen. Ja. Deswegen ja auch die Songs. Aha. Ach, das ist die geheime Show. Das war alles? Ja. Sieht so aus. Mein Fokus könnte etwas finden, das mir entgangen ist. Ja, langsam. Eins nach dem anderen. Wo ist hier was Neues? Aha, was? Das hier. Ja, das hier ist die geheime Show. Ah, hier gibt es noch Text dazu. Wie ich das sehe, wird das nämlich niemand lesen.
Heute sind diese gruseligen Typen mit dem Widerling Blevins aufgetaucht, um unsere Arbeitsplätze zu vermessen. Und nächste Woche installieren sie Pharos-Servitoren, die unsere Arbeit erledigen. Auf Wiedersehen, Shelley. Auf Wiedersehen, Laura. Bis niemals. Ich hoffe, dir gefällt der Mindestlohn. Oh Mann, es wird so seltsam sein, diesem Ort Lebowl zu sagen. Als Quentin und ich uns trennten, hatte ich nur noch das hier. Gott sei Dank für diesen Job, bei dem ich vor einer Konsole sitzen, Knöpfe drücken und den ganzen Tag weinen konnte. Deshalb machen wir das auch, glaube ich. Die Tapes von unseren Proben im Dampf verstecken. Diese Tapes sind unsere Erinnerungen, unsere Geister. Durch sie können wir diesen Ort heimsuchen und ein wenig menschlich halten. Ich saß in diesem Kontrollraum, als Laura hereinkam und einen alten Probeverstärker und eine Gitarre mitbrachte. Schels, sagte sie, Mädel, ich habe mir die Baupläne von diesem Ort hier angesehen und den perfekten Proberaum gefunden. Die Akustik hier drin, echt abgefahren. Im Sinne von halt durch das ganze Tal abgefahren. Ernsthaft. Du nässt dich ein, wenn du das siehst. Ich weiß noch, wie ich fragte, Proberaum? Peace, Shelley. Gut. Noch was Neues? Noch hier haben wir noch was Neues. Was ist das? Rückkehr nach Singapur. Nach Singapur. Das Wasser weicht zurück, die Menschen kehren wieder. Okay, ein großer pinkfarbener Stein markiert den Gipfel des Bukit Timah, Singapurs höchster Punkt, einst 164 Meter über dem Meeresspiegel. Charmaine Lo nimmt neben dem Stein ein Selfholo auf. Ihr strahlendes Lächeln passt nicht zum nervösen Herumspielen mit ihren künstlichen Fingernägeln und dem unter die Haut implantierten Schmuck. Im 30er-Stil. Unter die Haut implantiert. Interessant. Ja. Ich dachte, ich komme nie wieder hierher. Ich kann es immer noch nicht glauben, sagt sie begeistert. Der stolze Bukit Timah hat Zeit und Wetter getrotzt. Aber dem Rest von Singapur ist es weniger gut ergangen. Da etwa ein Drittel der Insellation weniger als 5 Meter über dem Meeresspiegel liegt, mussten Ansässige wie Charmaine ihre Häuser verlassen, weil das Wasser ihnen in den lahmen 20ern unerbittlich den Boden entzog. Jetzt kehren die noch lebende Mitglieder von Charmaines Familie zurück und mit ihnen viele andere. Die Stabilisierung der globalen Temperaturen und des Meeresspiegels sorgen dafür, dass Menschen durch die Luft und übers Wasser herkommen. Einige suchen Zuflucht vor den Auswirkungen der Tragödie am Fluss Citarum, die noch heute nachhallen. Und sie alle wollen sich nach dem Zusammenbruch des einst stabilen und wohlhabenden Landes ein neues Leben aufbauen. Singapur ist einer von vielen Staaten, die nach der Überschwemmung der Küstengebiete aufgegeben wurden. Eigentumsfragen sind schwer zu klären. Regierungs- und Polizeibeamte verließen das Land lange vor der Katastrophe. Besitzverhältnisse sind kaum noch belegt. Das Grundstück, auf dem Charmaines Elternhaus stand, war Familienbesitz seit fast Daten beschädigt. Ja, ziemlich lange, würde ich mal sagen, wahrscheinlich. Ja. War die in ihrem Besitz. Gut. Ja. Wir stehen ein bisschen nah dran. Ja. Können wir hier irgendwas machen? Ukrainisch ist im Offline Intake Tower Malfunction. Also, no idea. Nee, drücke das ist die geheime Show. Drücke Y, um den Audiodatenpunkt abzuspielen. Ja, aber die geheime Show, das haben wir ja gerade gemacht. Haben wir ja gemacht. Da ist jemand. Und da ist der Störenfried. Er ist anscheinend nicht so gut im Raus wie im Reinkommen. Aha. Na, da werden wir mal gucken müssen, wie wir zu dem hinkommen. Ja. Wenn ich nichts finde, dann vielleicht mein Fokus. Ja. Tja. Könnte sein. Aber haben wir das nicht schon mal probiert? Eigentlich ja. Da oben, das blinkt halt immer noch, was immer das ist. Ach, das ist hier, das ist doch nur ein Netzkabel. Das geht einmal dahin, einmal dahin. Das oben, dieses...
Das werden wir mal ein bisschen verfolgen. Ja, und dann geht's zur Tür. Das bringt uns nicht so richtig weiter. Naja, untersuche die Pläne. Wo sind die Pläne, die wir untersuchen wollen? Ja, das sind doch die Pläne, wo wir gerade waren. Mein Fokus etwas. Mhm. Aber wir haben ja nichts entdeckt, oder? Ja, nö. Ja. Zu Flussturm Fehlfunktion. Drainage System offline. Tja. Aha. Ah, jetzt kommt's. Genau. Unter Wasser. Wie ist das passiert? Tja. Hm. Tja. Müssen wir uns mal umgucken, ne? Mein Fokus findet hier vielleicht was. Mhm. Ja, vielleicht. Ziemlich starke Strömung. Hier kann ich auf keinen Fall schwimmen. Was haben wir da drüben? Ein Ventil? Notleiterhebel? Hm. Der lässt die Leiter herab. Aha. Na ja, gut, okay. Immerhin haben wir schon mal was gefunden. Da ist Strom aus. Dann laufen wir mal rundum. Vielleicht finden wir irgendwo irgendwas. Vielleicht sollte ich das Gebiet mit meinem Fokus absuchen. Ja, sagst du so. Hm. Ist auch Strom aus. Das ist ja das da drüben. Das Netzkabel. Ich sehe nichts. Was ist das da unten? Geheime Show? Okay, also wie ja, ach haben so, wir ja schon angehört. Das war's ja. Ah. Das war's. Okay. Das sehe ich. Aber ist ja auch dieser aus. Dieser Osara muss sich hier durchgedrängt haben. Ah. Ja, die dann können wir wohl aufstemmen. Na, dann tun wir das ja. Doch. Ich habe mich irgendwie eingesperrt. Das hast du ja wohl, hm? Bei der Schmiede, wie schön, jemand anderen hier rumlaufen zu hören. Diese verdammte Tür klemmt. Ja, ja, klemmt die. Das ist die perfekte Gelegenheit für eine gute Tat. Und sein Gewissen von allen Grausamkeiten zu entlasten. Ah ja. Meinst du? Wobei, du bist keins dieser Schnappmäuler von draußen, oder? Tja, die können vielleicht nicht antworten. Jedenfalls nicht so, wie du dir das vorstellst. Schnappmäuler würdest du es mir nicht sagen. Genau. Natürlich nicht. Würde nicht durch die Tür passen. Oder zur Tür klettern. Den Sinn einer Tür begreifen. Beleidige sie nicht. Na du. Geht es dir gut? Besser als zuvor. Hm? Du weißt nicht, wie sehr ich mich jetzt freue. Ich dachte schon, mein Feuer wäre erloschen. Meine Schmiede erkaltet. Nein, nicht alte Gildon. Ein Osserer. Dann bitte. Warte. Nochmal von vorne. Was tust du hier unten? Entschuldigung. Wenn man mit sich selbst spricht, kann man die Reihenfolge beliebig abändern. Ach ja? Da ist ein Artefakt in dem Lagerraum und ich muss es einfach haben. Doch wie du vielleicht merkst, geht die Tür nicht auf. Ich habe eins von diesen rundlichen, ringartigen Dingstars von der Wand genommen. Kein Glück. Also habe ich es mit diesem Knopf versucht. Noch weniger Glück. Durch meine sanften Versuche. Wie kann man dann? Oho. Voll. Ein bisschen.
Na ja, ich drückte den Knopf nochmal, vielleicht zu enthusiastisch. Funken und Rauch. Offenkundig kam ich zum Forschen her. Meine sachten Schritte auf der Brücke haben vielleicht zum Einsturz beigetragen. Als die Brücke zusammenbrach, habe ich möglicherweise aus praktischen Gründen dieses Ringding dem Wasser überlassen. Als ich bereit war aufzugeben, war die Tür hinter mir geschlossen. Und daher sind wir wieder im Jetzt angelangt. Na, fragen wir doch mal. Artefakt? Du sagtest etwas über ein Artefakt? In der Tat. Der Lagerraum quillt nur so über vor Schätzen der Alten. Aber einer sticht besonders heraus. Ein filigranes Spiegelglas. Ich habe so etwas nur einmal gesehen. Meine Mutter brachte eins mit aus dem Ort, wo sie gewesen war. Ich weiß noch, wie ich es hielt und hineinschaute. Mich sah und meine Mutter gleich über mir lächelnd. Und eins dieser Spiegelgläser ist im Lagerraum? Oh, ja, ziemlich sicher. Ich spähte in diese dunkle kleine Kammer und da war es. Ich wollte schon so lange eins finden, ich... Ja, diesmal ist es eins. Und was ist mit dem Ring? Ohne noch einen Ring kommen wir auf keinen Fall in diesen Lagerraum. Er gehört zum Schließmechanismus, der die Tür steuert. Was du nicht sagst. Na, das ist doch großartig. Fabelhaft sogar. Du hast zwei Hände. Ich hab zwei Hände. Perfekt. Die Retterin, meine Rettung. Und wenn du magst, warum nicht? Natürlich. Meine Komplizin. Gemeinsam ist der Ring schon fast unser und mit ihm der Lagerraum und seine Beute. Ist dir der Ring nicht ins Wasser gefallen? Tja. Ich gebe zu, das sorgt für eine bisher unbekannte Komplexität unseres Vorgehens. Du hast den Knopf gefunden, der die Wasserzufuhr steuert. Reiner Zufall. Und ihn dann zerstört. Auch reiner Zufall. Das Bedienfeld ist wohl die einzige Möglichkeit, das hier abzuschalten. Das wird nicht einfach. Der Lagerraum ist voll. Von oben bis unten. Wärst du überrascht, dort zu finden, was du brauchst? Ich wär's sicher nicht. Tja, was bleibt uns anderes übrig? Wir müssen helfen. Wir müssen den Ring ersetzen und in den Lagerraum kommen. Ich repariere das Feld und schalte alles ab. Und ich kann endlich dieses Spiegelglas an mich nehmen. Okay, Gildon. Wie kommen wir an diesen Ring? Zwei Paar Hände, Mädchen, zwei Paar Hände. Hinter uns liegen zwei gigantische Tore, doch ich glaube, sie müssen zeitgleich geöffnet werden. Zusammen können wir diesen Ort trockenlegen. Dann sollten wir damit anfangen. Sollten wir besser. Folge Gildun, nur ja. Na gut. Das muss da vorne, Wasser. Kleine, siehst du die Ventile? Wird Zeit, dass wir loslegen. Ich übernehme das hier. Auf der anderen Seite ist ein Ventil, das Tor einrastet. Könntest du vielleicht rübergehen und das übernehmen? Mal gucken. Aha. Ich finde einen Weg auf die andere Seite. Ja. Ich nehme an, wir müssen dahin. Ja, dann musst du irgendwie klettern. Dann müssen wir irgendwie da oben rum. Das andere Ventil ist jenseits der reißenden Strömung. Könntest doch du eigentlich übernehmen, die reißende Strömung. Hä? Ja. Tapferer Held. Nein, du musst noch weiter hier hoch. Sehe ich erstmal nichts. So wie das aussieht. Ich glaube, ich habe da oben eine Art Tunnel gesehen. Ach, vielleicht was. Kommt man da. Weißt du, das erinnert mich an ein Abenteuer von mir nahe des Anrechts. Eine steinerne Ruine, baumhoch und bergbreit. So. Der Koloss hatte 13 Ebenen und keine Wände. Nur große Säulen, die das Gewicht der Ebenen trugen. Und vollgestellt mit unzähligen dieser großen, verrosteten, alten Weltwagen. Weißt schon, mit den vier Rädern. Ich habe hunderte dieser Wagen durchsucht und nichts außer Vogelnestern da drin gefunden. Das war doch sicher nicht ihr Zweck gewesen, oder? Warum sollten die Alten denn... Hier ist eine Leiter. Ja.
Also hier geht's ja wohl nicht weiter, dann werden wir wohl diese Treppe nehmen müssen, ne? Ja. Da ist nichts, da ist nichts, können wir nur geradeaus weiter. Du kannst dich wieder aufrichten. Abgestandenes Badewasser. Reizend. Ja, Badewasser würde ich das nicht nennen. Kein Badewasser? Ja. So. Und nur hier weiter. Tja. Da siehst du ihn, da sind wir. Ja. Fabelhaft! Ich wusste es! Und jetzt dreh ordentlich am Ventil. Geht klar. Noch gut. Ein wenig und das verflixte Tor müsste sich endlich bewegen. Ja, das Tor müsste jetzt runter können. Du hast recht! Wenn ich das Tor runterkriege, musst du das Ventil wieder drehen. So wird das Teil einrasten. Ja, dann wirst du es wohl wieder drehen müssen. Ja. Ein Tor unten. Schon halb geschafft, oder? Zum zweiten Tor. Aha, noch eins. Ja. Na dann. Eine Leiter ist was sehr Besonderes, Kleine. Sie wird dich genau dorthin bringen, wo du hin musst. Und kein Stückchen weiter. Ich wette, das Ventil für das zweite Schleusentor ist irgendwo oben. Aber wie kommen wir da bloß hinauf? Ich sehe mich mal ein bisschen um. Vielleicht finde ich was. Da unten? Nee, was ist das einfach? Nee. Nee. Bunkertür. Ich glaube, von hier erreiche ich die wackelige, rostige Plattform. Mhm. So geht's vielleicht drauf. Ja. Ui. Ja. Na toll. Ich will speichern. Ja, du kannst aber nicht speichern. Naja. Kann man nur hoffen, dass hier nichts durchbricht. Ei, ei. Kann man da rüberspringen? Na, ich sehe hier oder nichts Gelbes. Also man muss eigentlich normalerweise. Lassen Sie uns wieder im Stich mit dem Wegweiser. Ja. So, haben wir hier überhaupt ein Dings, ein Pfeil oder so? Nee, ich sehe keinen. Wir sehen nur, wo du bist, da bist du. Ja. Und wo musst du eigentlich hin? In die zweite Etage oder dahin, wo wir gerade sind. Ja. Ah, na. Diese Strömung, sie ist zu stark. Ist nicht so erfrischend, wie es aussieht. Toll. Ja, man sollte sich nicht zu sicher fühlen auf diesem. Oh, Mann, ich sehe nichts. Du siehst nichts? Okay, ich auch nicht. So, wir müssen da nach rechts, ne? Nach rechts, 15 Schritte. Da rüber? Ja. Na toll. Jetzt, ja, so wie es aussieht, musst du hier. Ja. Ei, ei, ei. Mann. Guck. Er zeigt dir jetzt wieder, jetzt musst du dorthin. Ja, jetzt müssen wir darüber. Ja. Anlauf. Und nicht wieder durchbrechen. Netter Sprung!
Das war... Was sage ich da? Das war umwerfend. Oh, ich habe nie solch todesverachtenden Wagemut gesehen. Danke, glaube ich. Es gibt eine Belohnung. Ist das nicht nett? Ja, sehr nett. Ja. Hier sind wieder, ist wieder gelb. Sind wieder so gelbe Dinger. Nee, nicht schon wieder. Ich hasse die. Diese Dinger hasse ich. Ich weiß. Ich würde sie auch hassen. Darunter. Jetzt guck mal, oh, da ist doch das ganze Wasser, das schwimmt uns doch weg. Ja, wir haben wieder keinen, der uns sagt, wo es lang geht. Ja, das ist richtig. Im Augenblick nicht. Aber hier ist mal wieder was. Ja. Dampffamilie, zweiter Teil. Ja, das hatten wir ja. Als ich den Job annahm, mussten wir so ein Trainingshologramm schauen. Ich erinnere mich an vielleicht 2% davon. Irgendwann begrüßte mich das Hologramm in der Dampffamilie. Ich dachte mir, erstens, dass es eine verpasste Gelegenheit war, weil sie das Ganze nicht Daminie genannt haben, und zweitens, dass ich es ziemlich lächerlich fand, irgendeine meiner Arbeitskollegen als Familie zu betrachten. Aber eines Tages sah ich mich um und nach der Automatisierung von 6 Leuten waren nur noch Laura und ich übrig. Und ich unterschrieb Papiere zur Auflösung meiner eingebildeten Scheinfamilie. Und plötzlich erzählte mir meine letzte Kollegin mit ihren verblassten Tattoos und ständig gewölbten Augenbrauen Witze, zeigte mir Bands, von denen ich noch nie gehört hatte, und munterte mich auf, wenn ich weinte. Es waren schöne Zeiten, als es nur uns zwei gab. Wir hatten diese Thementage. Einmal waren die Schleusentore offen und wir legten Strandtücher auf die Stege im Zuflussturm, wo wir diesen aufblasbaren Strandball herumschlugen, den ich aus irgendeinem Grund in meiner Wohnung hatte. Laura hatte mit dem Notfall-Lautsprechersystem herumgespielt und klassische Surf-Rock-Songs eingespeist. Wir haben uns sogar Sonnencreme auf die Nase geschmiert. Laura nannte es eine Concrete Beach Party. Als Laura von Bandnamen sprach, wusste ich ziemlich schnell, dass das unser Name werden würde. Concrete Beach Party. Es gab eigentlich nie eine andere Option. Nice. Eine Beach Party im Beton. Ja, jo, passt so. Doch. Nicht, dass du aber noch hier. Mir wäre wohler, wenn ich wüsste, wo ich hin muss. Finde einen Weg zum zweiten Schleusentor. Ja, wenn ich wüsste, wo das zweite Schleusentor ist. Pass auf, da ist ein Loch. Man kann hier locker durchfahren. Ja, Mann. Hier kann man gar nicht genug aufpassen. Aber ich sollte den Scanner mal ausmachen. Puh. Siehst du irgendwas? Ja, sind wir jetzt extra hier hingesprungen. Das darf doch nicht umsonst gewesen sein. Nur um dieses Ding hier zu finden? Na, ich weiß nicht. Aber ich sehe sonst nichts im Augenblick. Ja, man kann hier hochklettern. Das ist wieder wahr. Tja. Und das ist vielleicht... Und da drüben ist ein Ventil. Oh, du bist nah dran. Spring einfach herüber. Zu ja, dir, oder was? Ganz ja, einfach. Natürlich nicht. Ich weiß schon, was du meinst. Tja. Na. Ja. Also, es liegt mir fern, dir zu sagen, wie du herumspringen sollst. Du hast natürlich mehr Erfahrung als ich. Du bist direkt über mir. Schick mir die Leiter runter. Wie denn? Ja, welche der vielen Leitern willst du denn gerne haben?
Er möchte diese hier haben. Wo 5, wo 3 und wo was auch immer steht. Zack. Lebst du noch? Nee, ja, er ist wirklich noch da. Wir haben doch schon Erfahrung damit. Das sollte ein Kinderspiel sein. Übernimmst du das Ventil auf der anderen Seite? Oh, wenn es auf der Seite genauso ist, sollte hier ein Zugangstunnel sein. Ja, oh, na wo? Also wieder hoch und irgendwie rüber. Das, genau das gefällt mir. So. Ein paar tausend kleine Aufgaben, Millionen Dinge, die es zu beachten gibt. Ja, ja. Vater sagte immer, Bildling. Das ist mir Glück. Bildling, sagte er. Macht das Abenteuer nicht schwerer als Glück. Die besten Abenteuer dauern nur halb so lange wie ein Lager. Ja, ja. Ja, ja. Vater war ein großer Mann, wohlgemerkt. Aber lag immer falsch, wenn es um die Qualität eines Abenteuers ging. Ja. Irgendwo festsetzen und am Freikommen. Feiern, dann Erfolg haben, sich verlaufen, dann rausfinden. Das macht ein Abenteuer aus. Mhm, Gildon. Oh. Tja. Ja, hier sehe ich erstmal nichts. Was ist das hier? Ein Tunnel? Was ist das hier? Mal durchkriechen. Hilfe, ich sehe ganz schlecht und ich kann die Kamera auch ganz schlecht steuern. Wenn da ein Loch ist, dann knallt sie gnadenlos runter. Pass auf. Ich sehe gerade, wir sind schon schwer über der Zeit. Ja, aber das Problem ist, dass wir ja nicht speichern können. Nee. So, sind wir hier oben, haben wir Licht? Sind wir eigentlich ziemlich weit oben, ne? Ja. Wie sieht's hier aus? Nicht zu weit laufen hier. Ah, hier geht's wieder runter. Finde einen runter. Weg auf die andere Seite. Schließe das zweite Schleusentor. Das ist unsere Aufgabe. Ja. Vielleicht müssen wir ja wieder. Ja, genau. Nach unten. Oh. Das ist ganz schön blöd, wenn man nicht sieht. He? Ja. Das kannst du laut sagen. Ich hoffe, wir kommen nicht wieder da an, wo wir hergekommen sind. Hier ist auf jeden Fall. Das war eine Leiter auf der anderen Seite, aber. Oder? Nee, ist nicht. Kann man so schlecht sehen. Wo ist er? Okay, Gildon, du kannst drehen. Es funktioniert nicht! Mist, das Ding ist zu schwer! Schau mal bitte hinter mich! Siehst du was Großes und Kaputtes? Ja, wo bist du denn überhaupt? Hä? Was Großes und Kaputtes? Hä? Finde das Gegengewicht. Mhm. Also ich sehe ihn gar nicht, du? Nee. Ja, da drüben ist er. Ja, da ist er ja. Er steht an diesem Rad. Ja. Da ist was Kaputtes höchstwahrscheinlich. Notleiterhebel. Ach, ein einfacher Hebel lässt die Notleiter herab. Das Ventil. Manuelle Steuerung für den Schließmechanismus. Aber wir sollen das Gegengewicht finden. Er meinte hinter ihn. Da sehe ich eigentlich nur das andere Ding. Könnte das Gegengewicht sein? Wir müssen das Gegengewicht sein? Finden. Toll. Ja, also, das könnte durchaus das Gegengewicht sein, aber was könnte das wir? Gegengewicht sein? Hä? Was könnte das Gegengewicht sein? Das hier. Ja, diese was? Betonblöcke. Oh, weia. Aber
Was, so riesig? Da hinten ist auch eins. Na, das vielleicht. Ach so, so sehen die aus. Tja. Hinter ihm. Was ist denn das hier eigentlich? Aber wir müssen es ja erstmal finden, dieses sogenannte Gegengewicht. Ja. Aber hier kannst du sowieso nichts machen. Nee. Ich habe nicht den geringsten Schimmer. Ein Teil des Gegengewichts scheint abgebrochen. Wenn ich hochkomme, reicht vielleicht mein Gewicht, damit es sich wieder bewegt. Aha. Warte, ah, jetzt, okay? Hammer. Ich habe einen Plan. Aha, gut, da ist es. Ich muss noch höher. Ich könnte am Wrack hoch. Was anderes fällt mir nicht ein. Tja. Und wo ist das Wrack? Hier. Ich Bahnhof. Belaste das Gegengewicht. Na, das hier wird es ja wohl kaum sein, oder? Oder doch? Ich verstehe nur Bahnhof. Uiuiui. Was sonst? Das war was mit X. Okay, ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter. Ja, das würde ich auch sagen. Kann nicht schaden. Genau. Gibt Schlimmeres. Frisch gewaschen. Du musst ja den ganzen Weg wieder zurückgehen. Und den zu finden, das wird nicht so einfach sein. Ah, auf jeden Fall war das Wasser jetzt nicht gerade so schlimm. Ja, zum Glück. Gut. Ich würde auch sagen, wir machen jetzt erstmal, wir werden Schluss machen und wir werden in der nächsten Folge dann versuchen. Ja, versuchen. Wir können ja nicht speichern. Das ist das Problem. Wir können diesen Stand jetzt eigentlich gar nicht speichern. Nee, wir müssen weitermachen. Aber die Folge gibt es erst beim nächsten Mal. Okay, bis dann, ja. Bis dann. Ciao. Tschüss.